Und täglich grüßt das Murmeltier. Und dann sagte Jacqueline, sie habe ihre Bonbons verloren und gegen eine Heizung eingetauscht. Tja, das passiert eben, wenn man mit Deo in der Klasse sprüht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Willkommen zurück zu Skyward Sword. Nach langer Zeit. War doch mal Zeit. Und ich merke gerade, dass ich gar nichts da drin will. Verdammt. Tja, ich hab diesen bösen Junge, diesen verkrüppelten Scheißbastard, der seinen Käfer abgenommen. Was heißt sein? Er ist Terry. Und den gebe ich ihm jetzt zurück, weil ich nett bin. Und ich selber nicht so ein Käferfetisch, was auch immer, ekliges Nekrophil-Dings bin. So, damit habe ich alles gesagt. Häng dich da dran. Jetzt geht's ab. Fette Scheiße. Link, wie geht's dir so früh, ha? Huh? So. Das war der schlechteste Reim ever. Dum, dum, dum. Nein! Mir fehlt noch so viel Geld für das Herzteil, du alter Arsch. Warte mal, geht das auch jetzt? Ich dachte, mal probieren. Oh, herzlich willkommen! Was hast du gefunden? Ha, darüber reden wir besser jetzt nicht. Sonst stürzen wir ab. Nur so nebenbei. Ja. Ich wusste doch. Dann nerv ich auch nicht mit deiner Sprechblase. Bis nachts. Denn mit Vic Medi-Night schlafen sie sogar, wenn sie sich in die Hose pissen. Ja, damit sie weniger müssen. Und so. Alles die Tabletten, mein Junge. Sogar wenn die auf einmal zwei Pipi-Männer wachsen, das sind nur die Tabletten. Was? So, du Trottel. Na? Mein Arsch ist jetzt so heiß. Weißt du auch warum? Hi. Wie? Du möchtest mir etwas zeigen? Fuck mich nicht ab, Junge. Au! Au! Kann es denn wirklich wahr sein, mein geliebter Dämonkäfer? Oh, du hast ihn wirklich gefunden? Was stimmt mit ihm nicht? Du hast sie gefunden, oh vielen Dank! Wenn du mich tagsüber in meinen Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis! Oh, so viel zum teuren Herzteil. Oh yeah! La 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 la! Jetzt muss ich Thank you sagen, Mann. Danke, du alter Trottel. Ach du Scheiße, da fehlen dir noch viele. Lucky Bastard. Ja, ich würde jetzt auch dran vorbeigehen, denn alles andere würde ja gar keinen Sinn machen, um es mal so auszudrücken. Und weh, der fährt uns jetzt nicht wieder heim, ey. Dann gibt's ja was hier. Ja, ich würde dann bis morgens schlafen. Und ich stelle mich auch nur vors Bett, um gar nicht zu schlafen. Einfach nur, um zu sagen, ich will gar nicht schlafen. Ich wollte jetzt einfach nur Federn in der Matratze zählen und so. So. Mit deiner Drohung zum halben Preis, dann lass wahr werden. Du hast ein gutes Auge. Schön, wie es glänzt, oder? Ich hab's ganz in der Nähe gefunden. Natürlich, ich find's nicht, oder was? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was es ist, aber für 800 kannst du haben. Hast ja schon. Ja, ist schon richtig, ja. Nicht so 1600, sondern nur halb so. Sofort her damit. Ja, noch ein Herzteil. Geilo! Thank you! Plopp, und noch eins mehr. Oh, es ist so toll. Den Kopf wirst du nicht bereuen. Ja, glaube ich auch. La 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 la. Jedes Mal diese mysteriöse Terry-Mucke, also wirklich. Hup! Ja, abgefedert und mein Knochen. Ach, irgendwie ärgert es mich. Es gibt noch so viel zu tun und ich will das alles jetzt erledigen, aber dann ist es irgendwann so langweilig, weil nichts mehr Hauptquest weitergeht. Wie zum Teufel gehst du auf Banken? Ja! Einfach so drauf. Voll der Assi. Ach, lass mal mein Schild repairen. Kannst ja nicht schaden. Was war das für ein Wort? Wie kommt das Essen das Wort? Ich wollte sagen, kann ja nicht schaden. Guten Tag! Hey! Hey, Mann! Du Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Aber egal, was für ein Schild soll ich reparieren? Wie wär's mit dem einzigen, den ich habe, du Birne? Oh, natürlich. Ja, mach ich. 10 Rubine und so. Danke. Okay. Ich bedanke mich, als würde er mir das Geld geben. Das
baut er wieder eine Atombombe. So ein Trottel, ich baue jetzt Sprengsätze in sein Schild ein. Alles klar, irgendwann fliegst du in die Luft, aber ich weiß nicht. Darüber freut sich Link. Er sieht aus wie neu, dann kauf dir doch einen neuen. Achso, kein Geld. Doch, aber egal. So, nochmal mit der Bitch flirten. Willkommen im alten oh, du bist's. Ich. Was ist denn? Sind es meine Haare oder was? Ich. Ach, nicht sie. Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre. Ich bin nur ein bisschen geil auf dich. Aber so oft, wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. De l'amour. Ich. Was sage ich da eigentlich? Entschuldige bitte, ich bin etwas neben der Spur heute. Ja, also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen, oder? Hi, nice. Aber geh hin bitte sehr. Alter. Eigentlich wollte ich dir nur anmachen, ich brauche hier irgend nix. Oder ich kann hier mal gucken, warte mal. Ich finde Herzteile, hab 3 Feen, ein Schild. Ja, ja, so passt das alles. Und wenn ich dann noch was hab, dann, was mache ich denn dann? Ja, ja, ne? So und so. Vielen Dank. Bye. Oh, was ganz Originelles. Er fuckt mich wieder ab wegen irgendeinem Schild oder so ein Scheiß. Die hat den nächsten Trank fertig. Alles Idioten. Autsch. Aber ich glaube, ich tu doch noch ein bisschen Sidequest, denn irgendwie muss es ja sein. Alles weg. So ein Scheiß. Irgendwann gibt er ja einen Geist. Hä? Das macht keinen Sinn. Aber ich überlege, was ich zuerst mache. Ich überlege mal gerade. Ich habe eine Idee. Da. Und das Dämliche ist, ich muss in jedes Land mindestens noch einmal für Sidequests. Super, wa? Ja! Free Air und so. Die ungezügelte Natur. Bitte ein Bett. Wo fliege ich hin zum Geier? Ich wollte eigentlich... Jetzt ist alles so verdammt weit weg. Na, wo gehe ich zu essen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ah, du stehst nah, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ah, doch, ich gehe ein. Mann, wie logisch. Du Scheißvogel. Flieg schneller, sonst gibt's auf die Flügel. Also, wie traut man denn so einem Piepmatz? Keine Ahnung. Lalalala. Oh, Link. Los, beweg dein Arsch, du rotes Hühnchen. Hey, ich kann wie Fei reden. Hintereingang. Wenn du verstehst. Ja? Nein? Nicht so wichtig. Ja! Mir fällt gerade auf, mein Schild ist nicht da, wo er sein sollte. Schon besser. Kommt mir eben aus der Tasche gezückt. Oh, perfekt. Ja, hab ich hier nicht eigentlich gerade zermatscht? Egal. Mit dem Schädel in die Wand reingesmasht. Ja, an meinen Händen klebt schon viel Käferblut. Ein richtig kalter Killer. Und du. Du. Du größter Abschaum, der mir begegnet ist. Ich mal dir jetzt das schönste Kunstwerk der Welt. Du wirst heulen und ich gebe dir kein Taschentuch. Und danach gibst du mir das, was ich verdiene. Und dann sagst du nicht, es sieht nicht so aus. Ist das klar? Also los jetzt. Moment mal, mir fällt gerade ein, was sollte ich denn malen? Tja. Dann eben gleich das Kunstwerk. Rote Lebensfrucht. Gezeichnet von denen, die nach der Quelle des Lebens suchen. Oh, wenn der jetzt meint, dass ich ein Herz malen soll. Und bei meinen Künsten kommt eh immer ein Herz raus. Und ich male jetzt ein Herz und es kommt kein Herz. Dann weiß ich nicht, wie ich reagieren sollte. Dann müsste ich schon irgendeine Therapie aufsuchen. So, bei mir ist ja eh alles ein Herz. Egal, was ich male, auch wenn ich einen Rubin will. So schwer hiermit zu malen. Wunderschön. Oh.
explodieren! Ich krieg Kopfschmerzen von diesem... Was gerade alles in meinem Kopf schwebt, hat das Wörterbuch noch nicht an Beleidigungen erfunden. Egal in welcher Sprache oder welcher Planet. Blöder Wichser. Jetzt habe ich sie ihm aber so gegeben. Ach nee, ein Grone kann mir gar nicht wichsen. Er zerdrückt sich die Hand mit seinen Steinen hinten. Was? Nein, andersrum. Egal. I. Voll der Arsch. Böser Typ und so. Bastard. Warum? Ey, ich sollte einfach einen Rubin malen, da kommt eh das Herz raus. Ich sollte einfach einen Rubin malen. Ey, ich glaub's nicht. Das ist ja wohl die Höhe. Egal. Brauch jetzt was zum Abregen. Und simsalabim. Oh, ein Herzteil, natürlich. Wie kommt das nur dahin? Jetzt geht's mir besser. So, dann hätte ich das auch schon mal weg. Oh, mich regt es so auf, wenn ich dran denke, dass ich nochmal irgendwann nehmen muss, um den Arsch was vorzumalen. Ich könnte ausrasten. Ey, vielleicht. Eher gesagt, hoffentlich. Verdammt. Geht's ja jetzt schon. Wer weiß. Alter. Na, 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 na. Lalala. Ja, diese ruhige Musik tut mich auch nicht beruhigen. Wo bin ich zum Teufel? Ah, hier. Ich wollte schon sagen, das kam mir doch so ein bisschen unbekannt vor, komischerweise. Dafür musst du dran glauben. Voll erschöpft aufgehoben. Stöhn nicht so rum, Link. Wenn diese Wand jetzt nicht erschöpft ist, dann werde ich dich verprügeln. Warte. Ich meine, wenn sie erschöpft ist. Und das heißt, du kriegst jetzt Prügel. Was? Ja. Hey. Ich will gar nicht mit dir reden. Mit so einem noch nicht. Bastard. Yeah. Ja. Hopp. Vielleicht refresh das Kackdrecks. Fuck. Ja, wenn ich nochmal hochgehe, dann nochmal runter. Er hat gesagt, ich hoffe es für diese Wand. Es ist nur eine Wand, verdammte Scheiße. Irgendein kleines, mysteriöses Zelda-Tierchen wohnt in meiner Wii inne und frisst die CD einfach kaputt. Er hat gesagt, so ein kleines, digitales Whatever rennt an meiner CD rum und tauscht die Daten um. Und, ja, ich werde es ihm so zeigen. Und wenn er ein Herz malt, ja, dann werden Bomben rauskommen. Und wenn er Bomben malt, dann wird ein Herz rauskommen. Ja, ja, und wenn er Rubin malt, dann kommt auch ein Herz raus. Ja, ich werde so böse. Ich werde ihm sein Leben zerstören, egal was er malt. Ich werde es umprogrammieren. Ja, guter Plan. Irgend so ein kleines Vieh. Muss wohl der Sinn dahinter sein. Und ist die Wand wieder geil oder was? Ich seh's ja gar nicht von hier, scheiße. Oh, geh mir aus dem Bild, du Fettsack. Ich verpasse noch Herr der Ringe wegen dir. Ah, ich hab keinen Bock noch mehr herzukommen, verdammte Scheiße. Ohoho, auf letzten Meter nochmal Anlauf geholt, ihr. Ihr müsst dran glauben. Wow, Tour of a Kind. Ach, ist das asozial ätzend. Bing. Verdammt, es gibt noch so viele von diesen, wie heißt das, Juwelen der Güte? Verdammt. Muss ich mir überlegen, da noch und da und... Irgendwie sind es zu wenig. Scheiße. Ah, asozial, Aufregung, ätzend, alles tot, Arsch, fuck, Dreck. Was ein Scheiß! Ich wollte nur ein Herzlein und keine Bomben. Aber ist ja scheißegal, nicht wahr? Egal was ich male, ist für ein Arsch. Warum nur? Was hab ich getan, dass ich so verarscht werd von der Wand? Dieser Grone, der lacht sich bestimmt ins Fäustchen, dieser Penner. Voll scheiße. Und abspringen.
Nein, oder? Please, not. Und ich mache jetzt das Hauptquest weiter. Verdammt, ich hab's vergessen. Krass aus. Heilige Scheiße. Der Vulkan ist genauso wütend wie ich. What the fuck war das für ein Geräusch? Irgendwas hat mich geraped. Irgendwas. Wo bin ich? Warum blinke ich? Wo bin ich und wo ist mein Scheiß? Rede mit mir, du Wichser! Genau du! Hier bin ich, du blinder Affe! Spast! Du sollst mir antworten! Hier bin ich, du Spacko! Du hast mich ro... Crap! Kann ich jetzt mit Köpfen von den Bastarden werfen oder was? Ihr seid ja miese Arschlöcher. Haja! Oh. Toll, ich kann ja nicht mal kramen, weil ich die Klauen nicht hab. Oh. Ah, da guckst du was? Ich rette dich! Es freut mich, dich wiederzusehen! Wie? Du kennst mich nicht mehr? Ja, ich sehe diese viele kleine, qualige Fettsäcke, deswegen. Ich bin Plazio! Von den Mokma! Wir sind uns am nördlichen Tempel begegnet! Ich hab gesehen, wie sie dich fortgetragen haben, bin dir gefolgt! Danke. Du weißt das wirklich nicht mehr? Was wolltest du eigentlich hier? Ich suche Kondome. Dann hast du wohl auch von den Gerüchten gehört, was? Was für Gerüchte über Kondome? Du sollst sich allerlei Licht durchs Gesindel versammelt haben! Bin ich in den Puff gelandet? Und wo die sind? Ja, gibt es ganz bestimmt was zu holen, hehe. Ich hätte nicht die Kondome anspielen sollen, das wird gerade ein bisschen pervers. Nun, du sollst dich vielleicht erst einmal um das Nötigste kümmern. Ist dir nicht etwa aufgefallen, dass du völlig unbewaffnet bist? Doch. Als Blutsauslass hat man dir alles weggenommen und dich gewaped. Naja, nicht schlimm, oder? Das hätte ich mir schnappen können. Da ist ja gar nichts. Oh, natürlich! Vielen Dank! Ich mach mich jetzt schon mal auf. Hab schließlich eilig. Bis dann, Trottel. Bums. Cool. Was ein Arsch. So wütend. Muss was zerstören. Oh, wie er schreit. Bam. So Vandalismus und so. Nur wegen euch, Mann. Ja, guck nicht so, du Bastard. Ach, Mann. Alles abgefuckt. Er ist von der Wand verarschen. Jetzt hier so voll... ausgeraubend. Was auch immer alles die mit mir gemacht haben. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt, zu sehen, wie es weitergeht hier mit diesen kranken Wichsern. Genau der. Tschüss.